Servus Leute, hier ist der Reset und willkommen zurück zu GTA Schrottrennen Teil 5. Und wir fangen mit Svens Rennen an. Ihr könnt auch mal Servus sagen. Servus. Servus. Und Andy ist Level 1. Und warum? Weil er sich einen zweiten Charakter gemacht hat. Und anscheinend sieht er genauso aus wie Sven. Darfst weitergehen, Sven, dann kann ich das nicht sehen, ob ihr wirklich genau gleich ausseht. Nein, ich habe eine andere Brille. Oh, jetzt übertreibst du aber. Keine eigenen Sportwagen, was ist denn da los? Doch. Also ich kann keine eigenen. Kurz mal eine Frage. Ich habe eigene. Okay. Ja, du hast keine eigene, du bist Level 1. Ihr seht wirklich genau gleich aus mit anderer Kleidung und anderer Brille. Und andere Haare. Ich bin nicht der Einzige, der mit so einem scheiß Standardwagen fahren muss. Es ist bitter. Sven hat übrigens seinen Charakter umgeglitscht. Also. Meldet ihn. Oh, ich hab nicht bereit gedrückt gehabt, sorry. Alle auf mich warten müssen, weil ich nicht bereit gedrückt hab. Oh, dieser Start. Nein, im Wasser! Auf mich auf den Wagen ab. Wieso? Das wäre so sowas von behindert. 3, 2, 1, go. Schnell synchronisiert. Wenigstens sauft er nicht ab. So, haben wir schon mal gewonnen. Ah, gut. Okay, ich weiß nicht wieso, aber ich sehe nur ganz helles Zeug, sehe ich. Der Rest wird bei mir auf meinem Bildschirm alles schwarz. Und das helle Zeug. Hat den Licht angemacht in euren Autos. Wieso? Ja, aber die sind mittlerweile schon wieder kaputt. Ja, die haben sich gleich am Anfang zerstört. Andi, was? Nein, meine waren nie an. Okay, meine Lichter sind an und auf einmal sieht alles viel besser aus. Ja, eben. What the fuck? Überall Fässer? Überall nur Scheiße. Es steht nur Scheiße rum. Oh, die Lichter gehen wieder aus nach der Zeit. Echt jetzt? Ja. Andi, warte halt mal. Ja. Bis jetzt kam noch nichts. Weil hier ist ja hier ist nicht so überall hingefahren, weil überall Scheiße hängt und ich die Lichter nicht an hatte. So, das Rennen ist nicht so schwer. Das machst du super, Andi. Vielleicht hast du jetzt keine Lichter mehr. Doch. Mein letztes Licht rechts hinten geht immer noch. Ach so, rechts hinten. Damit hast du natürlich den kompletten Durchblick. Wow. Alter. Schön landest du da. Aha. Das Rennen ist halt nicht wirklich scheiße, sondern nur scheiße, weil ich an jede Decke flieg. Okay, die Location ist eigentlich schon scheiße. Geil, ich hab mir beide Lichter gerade Ja, danke. Ich hab mir gerade beide Lichter mit einem Crash abgefahren. Was machen die denn? Andi, du hast mich angehängt. Ich hänge, du musst mich wegschieben. Du musst dich respawnen. Nein, oder? Warte, einmal noch. Jawohl. Ich muss mich nicht respawnen. Oh mein Gott, wer baut da eine Bank hin? Und noch eine und... Oh Mann! Ich würde jetzt mal auf Sven tippen, aber... Ja. Wo muss ich? Geradeaus. Die Checkpoints sind so weit auseinander, dass ich es gerade nicht geblickt habe. Es gibt nur einen Weg. Deswegen habe ich mir gedacht. Boah, geil. Wenn man da oben gegen die Decke knallt. Hammer. Bin ich meine eigene Falle hier reingefahren. Nein! Man muss ins Hintere. Ich habe ja kein Licht mehr, ich sehe es nicht gescheit. Alter! WTF war! Ah. Bist du auf welche Seite müssen wir? Ich glaube, egal. Ah, mein Auto schleift ein bisschen auf dem Dach. Andi, mal auf mich. Bist du rechts oder links drin? Rechts. Ich auch. Oh, geil! Das ist geil. Wieder hängen geblieben. Ja, warte mal schon. Alter, was ist da los? Weißt du, ich wollte dich oben rum überholen und bleib an der scheiß Ampel hängen. Nee. Oh, geil. Geil, Leute. Geil, Sven. Wo soll mein Auto hier durchpassen? Da. Boah, hast du super gemacht. Deluxe.
Man bleibt halt an jeder Scheiße hängen. Oh, das Teil, die spawnt da einfach mal kurz ein bisschen. Alter, unzerstörbare Scheiße hier überall. Wer zünden wir mit dem Scheiß? Du bist so beigefahren. Oder seid ihr, habt ihr den Checkpoint gekriegt? Ja. Ich hab ihn schon. Oha, ihr seid, oh, ihr seid da gar nicht reingefahren, okay. Ich bin irgendwo falsch gefahren. Ich auch, aber irgendwie ganz komisch. Weiß nicht, wie ich gefahren bin. Oh, der Anhänger ist natürlich edel. Der ist richtig edel. Oh, das unzerstörbare Schild hier ist edel. Welcher Anhänger? Ah, der. Kurze Frage, Andi, wie weit bist du vorne? Nicht weit. Ich bleib an jedem Scheiß halt hängen. Ach, das bist du. Sven war noch hinter mir. Ja. Mann, ich bleib am... Ich bleib an der Regenrinne hängen. jawoll! Das ist aber eine ganz edle Strecke hier. Mit den wichtigen Kurven. Das sind halt Orte, wo ich noch nie war online. Wirklich, hier war ich noch nie. Tja. Nicht nur nicht mit dem Auto, ich war auch zu Fuß hier noch nie. Doch, Stress auf dem Dach ist dann, nee. Ja, aber schau mal an, wo wir jetzt sind. Wir sind gleich auf einem fucking Dach, wenn ich hier nicht runterfall. Oh, jawoll! Oh, mein Fahrrad fährt die ganze Zeit vor, wo es drückt. Du hast echt nicht geschafft da hoch, oder was? Ja, ich habe keinen Anlauf geholt. Ich habe gehofft, dass ich da einen Meter fahren kann. Level 3, Bitches. Ohne wegzuspacken. Ja! Er spawnt in mir und heißt den Gefäß. Geil! Gib Gas! Shit, ich häng hier fest. Andi, bist du schon fertig? Ja. Mein Auto fährt die ganze Zeit vorwärts und rückwärts gegen die Wand, weil es da nicht mehr rauskommt. Ja! Was? Andi! Das hättest du gerade sehen müssen! Schau es dir auf jeden Fall an! Dein Auto ist gerade über mir respawned! Ja, bei mir auch. Was? Dein Auto ist auf einmal über mir kurz respawned und hat mich einfach mal senkrecht aufgestellt. Geil. Ja, Level gestiegen, 118. Nice. Ja, wir sind jetzt dann gleich mit meinem Rennen zurück, weil heute Andis als letztes ist. Also bis gleich. Ja, wir sind jetzt mit meinem Rennen zurück und ich habe mich verschrieben, das werde ich dann noch ändern, aber aktuell heißt es YoTube. YoTube Crap. Das ist wichtig. Das ist das Plakat zu dem Hentai, der auf GTA 4 im Fernsehen läuft. Ja. Oh, diese Strecke schaut wieder geil aus. Die Strecke, Andi, die Strecke ist nicht wirklich... Sie ist nicht wirklich Schrott, aber sie ist ultra nervig. Ja. Ist wieder ein Standard-Scheißwagen nehmen. Nimm mal einen Jester. Das Hä? Rennen ist wirklich... Ja. Weißt du, Andi, du musst zu dem Rennen sagen, das Rennen ist nicht gut, sondern es ist so scheiße. Wo spawnst denn du? Wo spawnt jetzt? Von unten. Von auf dem Dach. Ey, es kann sein, dass du es nicht beenden kannst, Andi. Ich spawn in der Luft. Bist du runtergefallen? Ich bin auch runter. Ich stecke in einem Haus. Respawn dich mal. Oh, ich bin runtergefallen. Ich hab einen Checkpoint, Mädels. Du musst nur die Checkpoints kriegen, dann geht's. Wenn du den hier hast, geht's, Andi. Wo zur Hölle muss ich denn da hin? Denke ich schon wieder fest. Oben drauf sein. Ja, Andi, ja. Es geht. Aber du hättest sehen sollen, wie ich spawn. Ich bin in der Luft gespawnt und konnte in der Luft fahren. Das ist geil. Ich hab doch gesagt, das ist witzig, wenn die eine Seite nicht gescheit spawnt. Wie komme ich denn auf die andere Seite vom Dach? Wie komme ich da jetzt wieder rein? Ja, das ist die Frage. Hä? Verdammt, ich bin auch raus! Oh Mann! Ja, Andi, das Spawn funktioniert nicht ganz so, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Also, ich bin innen drin gespawnt. Ich nicht! Andi, wenn ich jetzt mein Rennen nicht beenden kann,
weil der Spawn für mich nicht funktioniert. Andi, wieso geht der Spawn bei dir, aber bei mir nicht? Keine Ahnung, bei mir hat es funktioniert. Nein, jetzt bin ich im Wasser. Nein! Verdammt. Leute? Bei mir hat der Spawn nicht wieder funktioniert. Da war wohl nichts. Ich hab... Wieso funktioniert der bei mir nicht? Fahr halt mal außen rum, wenn's geht. Ich spawn wieder da! Ja, es geht ja außen rum nicht. Andi, wo bist du hingefahren und hast dich respawnen lassen? Nix, ich stand einfach draußen und hab mich respawnen lassen. Hä, wieso bist du drin gespawnt und ich nicht? Keine Ahnung. Was ein Auto fährst du? Chester. Ja, ich auch. Geil. Danke, GTA! Warum? Ich hab's im... Junge, ich hab's getestet. Ich bin das Rennen ungefähr 10-mal Test gefahren. Und ich bin nicht einmal so gespawnt. Kann mir jemand helfen? Ist einer von euch noch hier? Junge, ja. Wie weit seid ihr? Fahrt's nicht vor. Ich brauche wen, der ein flaches Auto hat, der sich so hinstellt, dass ich über ihn so drüber fahren kann, dass ich auf die andere Seite fliege. Ich habe einen Chester. Kann man da vorne so drauf fahren, dass geht? Geil. Versenke ich noch mein Wasser. Junge, wieso spawn ich nicht richtig? Ich habe den fucking Spawn getestet. Ihr müsst mir echt helfen. Junge, ich habe den Spawn getestet. Wieso spawn ich jetzt draußen? Andi, wo warst du ungefähr gestanden, als du respawnt hast? Keine Ahnung. Ja! Andi! Ich hab's geschafft, aber halt wie? Musst du dir in der Wiederholung dann oder halt im Teil dann anschauen, wie ich das gemacht habe. Hätte nicht gedacht, dass das geht. Oh geil, ich darf mich gleich nochmal respawnen lassen. Bin ersoffen. Aber wartet's noch kurz. Wartet's auf mich? Das verpasse ich ja alles. Mhm. Nur wegen so einem Deluxe-Spawn. Hä, wieso hat das eigentlich bei mir nicht funktioniert? Du hast ja genau den gleichen Fehler gehabt. Ja. Muss ich mir anschauen. So, ihr könnt's fahren. Wie weit seid ihr denn hier vorgefahren gewesen? Geil. Vor irgendeinem bin ich schon. Hä, wie weit warst du vorgefahren, Andi? Nicht, ich hab die ganze Zeit gewartet auf dich. Hä, wieso bin ich dann Zweiter? Sven, bist du vorgefahren gewesen? Ja. Ja, Sven ist ultra weit vorgefahren. Andi, wir müssen weiterfahren. Sven, du wartest jetzt mal ein bisschen. Wo bist denn du gerade hingefahren? Ich hab mich verfahren. Es ist einfach behindert, Sven. Wieso fährst du da drüber, Sven? Weil ich Lust hab. Und weil du eh warten musst. Ja. Dafür war es eigentlich gemacht, dass sowas passiert. Ah! Uff, knappes Ding. Beinahe wäre ich runtergeflogen. Das habe ich mit Absicht gemacht. Ich wollte eigentlich, dass du runterfliegst. Weiß ich schon. Ich lasse euch vor. Verdammt. Alter! Runterschieben! Wir müssen noch eh runter. Nein, stell mich nicht quer! Seid ihr doof! Oh shit. Was macht's denn? Andi! Stopp! Stopp! Ja! Nein! Ich bin in die Lücke zwischen Boot und Hafen gefallen. Wenigstens ist der Spawn sozial. Warte noch auf Sven. Der Spawn ist halt sozial. Mhm. Wow, ich bin zu weit geflogen. Das hatte ich noch nie. Ich bin's ja getestet. Hast du einen Test gefahren? Ich bin da noch nie. Ah! Der Spawn. Heftig. Hä? Verdammt. Hä? Du musst irgendwie oben. Hä? Ich glaube, wir müssen einfach wieder zurück. Ach, das kann man da oben wegschieben. Das geht schon. Da kommt man nicht hoch. Da kommst du nicht mehr hoch. Du musst dich respawnen. Ach so. Vielleicht durch das scheiß Labyrinth da hinten fahren. Je nachdem, wie du spawnst. Also, ich werde wieder hier drin gespawnt. Echt jetzt? Ich nicht. Ja. Dann darfst du dich nochmal spawnen lassen. Weil wir gleichzeitig gespawnt sind.
Ja, es war vorhin vielleicht auch so. Ich will das Ding ins Wasser schieben. Mann, oh. Hey, die Dinger sind bei mir kaputt gegangen. Jetzt sind sie kaputt. Jetzt sind sie kaputt. Die waren bei mir auch schon vorher kaputt. Du warst ungünstig, wenn jetzt Andys Auto da hängen geblieben wäre. Es war übrigens klar, dass der Erste drauf geht. Der Erste kann das nicht überleben. Ja, ich weiß. Bloß irgendwer muss es halt machen. Das ist jetzt die Stelle, die einfach ultra nervig ist, weil man zickzack fahren muss. Danke fürs Umdrehen, Andy. Was ist da gerade explodiert? Keine Ahnung. Irgendwas ist gerade explodiert, ich will gar nicht wissen, was. Wo fahrt ihr denn lang, Alter? Die Checkpoints. Ja, der Typ mit seinem Hammer und so. Hä, das ist ja doof. Das ist ultra behindert. Wie viele Checkpoints sind es denn noch? Opa, wir sind bei 27 von 33. Meine standard hässliche Schrottecke mit diesen ganzen blauen Wänden war ja die direkt nach dem Sprung, die ist nicht so durchgekommen, herausgekommen, deswegen. Wo bin ich nicht? Das hast du schön gemacht, Andi, du bist auf der falschen Seite von der Wand. So ein Scheiß. Sven fährt genau den gleichen Scheiß. Hm? Wieso wart ihr hierher? Was ist da gerade explodiert? Es ist schon wieder was, es explodiert die ganze Zeit was. Wo fährst Hello, du jetzt hin? Du musst nur den Weg zurückfahren, den wir gerade mit den explodierenden Containern... Nein! Da warst du jetzt aber selber schuld! Ich hab den Checkpoint nicht mal gekriegt, das fand ich sehr von allem. Du warst halt selber schuld! Nein! Oh mein... Oh. Warte auf Andi noch. Da warst du aber echt selber schuld, weil du mich rammen wolltest. Wow. Ich hab's nicht mal gescheit gesehen. Ich wollte eigentlich meinen Reifenqualm anschauen. Wohin fährst du? Das muss übrigens sein, dass wir auf Andi warten, weil Andi so ultra weit hinten ist. Wohin fährst du, Sven? Tja. Wow, das hab ich nicht. Oh mein Gott, ich hab eine Schraube gemacht und die war perfekt. Ihr habt echt die Doppelfalle übersprungen. Sicherlich. Oh Mann. Weil ich hab's so geplant, dass wenn man zu langsam fährt, man es auch nicht schafft. Bam. Hoppala. Jeder ist ein. Oh mein Gott, was da steht. Hä? Mitten auf der Schanze steht ein Teil. Und ich bin jetzt. Du bist dagegen gefahren! Ich bin viel geschafft, ich bin ins Wasser geflogen. Läuft bei dir, Sven? Ja, total. Ja, jetzt kommt zum Schluss dann noch Andys Rennen. Ja, wir sind jetzt mit Andys Rennen zurück. Und es hat wieder so einen super Namen. Und ich konnte die Karte nicht mehr anschauen. Yay. Und es ist ein Kilometer, aber Andi hat gesagt, wenn es schlecht läuft, kann es bis zu einer Stunde dauern. Ah, ich kann einen getunten Jester nehmen. Dann nehme ich den doch. Nein, kannst du gar nicht. Natürlich kann ich. Ja auch. Was? Ich hab, nein, nimm's bitte den Komet. Ich habe eigentlich eingestellt, dass wir nur den Komet nehmen können. Ich kann nicht mehr zurück. Ich kann nicht dann mehr zurück. Bin ich mir nicht sicher, dass du das Rennen schaffen kannst. Wieso das? So. Hä, hey, wieso sollte das mit dem Jester nicht gehen? Jester kann alles plus mehr. Wer ist flacher? Wer ist flacher? Der Jester. Ja. Ich meine, ich habe eigentlich eingestellt, dass man nur den Komet nehmen kann. So ein Scheiß. Sven hat sein Ding. Er ist der Carbonizare. Jo. Wieso sollte es mit dem Jester nicht gehen? Der ist nicht viel flacher. Du darfst auch durchfahren, Sven. Ich komm nicht durch. Jetzt komme ich durch.
Ja, danke. Ich glaube, wir müssen umdrehen, weil Andi schon in die andere Richtung schaut. Ich komm nicht hier raus. Ich komm nicht hier raus. Das ist so geil. Hallo? Wo hängst du? Ja, in diesem... Bei dieser Baustelle hier. Ich komm nicht raus. Bleib so. Schön. Nein! Du hast mich mit reingeschoben, Andi. Oh mein Gott, jetzt ist mein ganzes Hinterrad. Jetzt hänge ich! Meine Hand. Sven, wir müssen helfen. Alter. Nein! Ah, ich hänge. Kagi, siehst du bei mir diese Delle hier hinten rechts im rechten Hinterreifen? Ja, du machst es noch schlimmer. Fahr von der anderen Seite rein. Hä, Alter, mein ganzes Auto ist hinten. Jetzt kannst du vorwärts rausfahren. Jetzt geht's. Wunderbar. Alter, bei mir guckt der rechte linke und rechte Hinterreifen raus. Also die Stelle hier am Anfang habe ich nur gemacht, damit ich auf einen Kilometer komme. Oha! Mein Gott. Echt jetzt? Ja, sonst kommt man nämlich nicht auf einen Kilometer in dem Rennen. Das Rennen ist eigentlich nur 100 Meter lang. Hab den Checkpoint nicht geschafft. Warte mal. Gut, Sven. Alter, ich kann nicht mehr fahren, meine ganze Hinterradaufhängung ist kaputt, weil durch den Crash in der Baustelle ist alles hinten Schrott. What the fuck? Da muss man rein. Warte. Ah! Jemand muss mich hochschieben. Nein, ich werde dich nicht hochschieben. Du kannst hier schön brav nochmal von unten hochfahren. Oh, fick dich. Andi, das rentiert sich nicht sowas. Verdammt. Geil. Verdammt, geil machst du das. Komm, Mann, ja. Ah, mich jedes Mal runterschieben. Ja. Auf geht's. Oh, danke. Mann! Fick dich! Das war ja so verdient. Wenn du da jetzt weg bist, schiebe ich dich wieder runter. Ja, das Problem ist, dass ich weg bin. Aber hier hängen! Ja, jetzt musst du mir hinten reinfahren, dass ich weiterkomme, dass du drüber kommst. Könntest du dich einfach respawnen? Nein! Nicht, wenn ich schon mal oben bin. Ich rutsche nämlich hier gerade runter. Ah, ich bin gleich oben! Ja, ich bin oben. Ich auch. Alter, ey. Gut, das Rennen dauert jetzt schon 3 Minuten. Wir haben noch nicht mal angefangen, eigentlich. Echt jetzt? Juhu, hier kann man die... Oh, die Rollen, ey, diese Dinger hier, die können wir auseinanderbrechen. Okay. Oh mein Gott. Oh der mein... nächste Checkpoint ist... Juhu, oh shit. Junge, schieb fahr ja nicht jetzt an. Das wäre jetzt ultra behindert. Wenn du schon so ein Rennen machst, darf man nicht runterschieben. Ich hab dich nicht angeschoben. Aus. Ja, das war solide, viel zu schnell reingefahren. Wer von euch ist schon durch? Keiner. Ich bin oben hier mitten im Weg. Was ist das? Sven, fahr mich nicht bei jedem Respawn hinten. Fahr mich nicht bei jedem Respawn hinten drauf. Nein. Einfach nur how the fuck. Verdammt! Nein, ich fahr runter! Nein! Respawn! Gönn dir! Also ich bin schon mal da, wo du gerade runtergefallen bist. Nee, ich bin ein Zweiter gewesen, glaub mir. Du musst halt jetzt nämlich runterfallen und dann stehst du da unten irgendwo am Arsch der Welt. Da musst What du richtig the? Drauf landen. Hab ich geschafft. Kann man nach unten durch ins Ziel fahren? Nein, das geht nicht. Verdammt! Oh mein Gott! Boah, das ist behindert, Alter. Kann man so eine behinderte Strecke bauen? Alles in der Luft, Alter. Wie viele Schilder hast du denn da?
Oh nein, ich fall wieder runter. Andi, oh, wie kommt man an diesem Doppelschild vorbei? Oh. Andi, wie kommt man an dem Doppelschild vorbei? Geht schon. Aber wie? Weil die Teile sind nämlich breiter. Hä, wie kommt man an diesem... Aber an welchem vorbei? Schild kommt... An welcher Seite muss ich vorbei? Keine Ahnung, ich bin da noch nie vorbeigefahren. Ich fall wieder runter. Ich bin runtergefallen, weil du mir nicht sagst, wo ich hin muss. Mann. Ja, rechts vorbei. Ich hab gesagt, nimm den Komet, der ist schmäler. Geil, ich weiß nicht, ob ich es schaffen kann. Ja, mein Auto setzt halt auf an der Stelle. Bis hierhin ist gar kein Problem, warte. Bisschen Anlauf. Viel zu viel Anlauf. Sven ist so geil. Was macht Sven da? Er hängt einfach mittendrin. Willst du da vielleicht weggehen? Ich? Ja! Mhm. Da muss man sich überschlagen! Es steht schon wieder unten. Das ist die hinderste Rennen, die ich je gesehen habe, Alter. Das ist so geil. Oh, Alter. Ja, mein Auto will schon wieder breakdancen. Das sind diese blöden Boppel links und rechts. An denen breakdancen, der guckst dir an. Guck dir das an, wieso breakdancen der? Aber rechts vorbei. Dann breakdancen der genauso. Da, siehst du es? Ja. Er breakdanced, weil ich hängen bleib. Hä, was ist jetzt los? Ich versteh's nicht, was jetzt los ist mit dem Auto, aber egal. Oh. Sven stirbt jedes Mal, wenn er runterfällt. Was ist da los? Wieso stirbst du jedes Mal, Sven? Ich weiß es nicht. Oh, schau mal, Alter, wie ich hier dran stehe. So kann man ja nicht stehen. Jetzt musst du erst einmal den Zielsprung schaffen. Ich bin aber übrigens noch nicht mal oben. Ich kann er noch jetzt runterfallen. Alter, wie... Nein. Ach komm. Behindert, Alter. Oh Mann, da ist noch eins. Ist noch so ein Scheiß, Andi. Ja, aber an dem sollte ich vielleicht vorbeikommen. Ja. Wenn ich nicht den gleichen Fehler mache wie gerade vorhin. Mann. Bei mir schreibt schon gar nicht mehr hin, dass Sven gestorben. Ja, Sani, da würde ich aufpassen. Es geht nämlich um die Kurve. Da darfst du nicht geradeaus über die Rampe fahren. Über die hier oder über die nächste? Muss schauen. Ich weiß nicht, wer das ist. Ne, ich glaube, die, wo du bist, noch nicht. Das ist die danach. Da geht es nämlich um die Kurve. Wenn ich das nicht schaffe, raste ich aus. Und jetzt nur noch da auf die Autobahn erstmal. Ja, nimm Anlauf. Okay. Und jetzt hast du hier noch den Zielsprung vor dir. Und da muss ich... Warte mal. Ich versuche ihn einfach mal. Was muss man da machen bei dem Zielsprung? Ja, du musst versuchen, auf dem Container zu landen. Kann man den Checkpoint nicht von unten kriegen? Nein, das hat Sven schon probiert. Wieso parken hier Autos? Hast du Verkehr ein? Ja. Wir können übrigens nicht mal genügend Anlauf holen, weil da Autos parken. Doch, doch, so viel Anlauf braucht man nicht. Oh mein Gott, so weit war ich noch nie. Nein, ja, ich hab's beendet. Huiuiui, du. Andi, wie muss ich da reinspringen? Ja, muss ich ausprobieren von der Geschwindigkeit her. Muss ich unter diesem blauen Teil durch? Ja. Was ist, wenn ich dagegen knall? Dann fallst du runter und du kannst das Rennen nicht beenden. Dann muss ich wieder von vorne anfangen. Wo muss ich hier bei diesen Doppeldingern hier vorbei? Bei diesen doppelten Schildern. Oh! Weich, ich explodiere halt sogar! Alter. Wo muss ich bei dem Doppelschild vorbei? Ich schaff das Rennen jetzt von unten. Hier sind so zwei Schilder. Ja, ich bin links vorbeigefahren, Kagi auch. Links? Ich komm da links nicht vorbei wahrscheinlich. Nein, nein! Ja! Die Scheiße. Nein, oh mein Gott.
Sven, komm her, wir machen das von unten. Fuck the system, würde ich sagen. Ich häng an, das kann doch jetzt nicht warten, hier in Ernst sein, wo ich hier festhänge. Fuck the system! Das mache ich von unten. Und wie genau? Das weiß ich noch nicht, aber ich versuch's auf jeden Fall mal. Nein, jetzt bin ich darf mich sogar neu spawnen lassen, weil ich ganz runterfall. Hast du Verkehr ein oder aus? Eigentlich aus, aber warum da oben dann Autos parken, frage ich mich. Sven, komm runter, wenn du runterfällst. Ich versuch's. Ah, fertig! Bitch, please, Andi! Willst du mich verarschen? Bitch, please! Bam! Zack! Zack! Ja, das ist klar. Ich bin gegen so eine scheiß Laterne gefahren und reingeflogen. Fuck the system! Keine Lust mehr auf den Dreck! So! Fick dich! Ich muss noch diesen verdammten Zielsprung in den letzten 10 Sekunden schaffen! Einfach nur Vollgas. Du musst unten Vollgas gegen eine Laterne fahren! Ja, nein! Jawohl! Zack! Fuck the system! Nie wieder fahr ich so einen Scheiß von Andi! So! Ja, also, welches fandet ihr jetzt am schlechtesten, welches Rennen? Svens, das war nicht nervig genug. Nein, Spaß. Dass ich nie wieder fahre. Warte. Mein Gott, ey, war das nervig. Alter, alle geben ein Dislike. Was ist denn los mit euch? Sowas brauchen wir nicht voten. Sowas braucht man wirklich nicht hochvoten. Ja, das war GTA Schrottrennen Teil 5. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen, Abo da lassen oder das Video zu euren Favoriten hinzufügen. Dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten wiedersehen und ich hoffe, dass Andi dann weniger behindert ist. Servus, Leute. Auf Wiedersehen.